The stronger. Hallo, hallo! Auf geht's! Herzlich willkommen, Moontalk zockt! Wir sind wieder da und es geht weiter mit Dynasty Warriors 9. 9 sieht man an meinen Finger jetzt. 9, ja. Wir werden jetzt so ein bisschen in die gesamte Lubu-Geschichte reinschauen. Ich hoffe, dass wir heute nochmal einen Schritt nach vorne machen werden. Ich würde nämlich ganz gerne... Ich hoffe, dass wir fast fertig werden mit Lubu, weil ich habe nämlich anderes geplant. Ich will das jetzt so durchziehen, weil ich es halt, wie gesagt, angefangen habe. Möchte aber ganz gerne eigentlich die Dynasty Warriors 9 Geschichte dann beenden. Wie gesagt, es gibt 80 Charaktere halt, ne? Es ist halt massiv übertrieben, ja, da irgendwie was zu machen. Muss man einfach sagen. Das ist einfach, da werde ich ja gar nicht mehr fertig. Wenn ich jetzt alle der 80 Charaktere hier an Stream durchspiele. Nee, ich habe zwei andere Spiele im Blick. Ich hatte überlegt, vielleicht Age of Empires zu spielen. Age of Empires 2, nicht 3, 2, Definitive Edition. Da ist es nämlich so, dass die, wie heißt hier, dass es da ein paar neue Kampagnen gibt. Ich habe es auch lange nicht mehr gespielt. Es gibt ja ein Grafik-Update und alles. Da überlege ich jetzt gerade, ob ich da mich dran freue und sozusagen das nehme. Dann habe ich in Überlegung,
eventuell zwischendurch mal Fallgeist zu spielen. Also Age of Empires wäre halt ganz schön, dann könnte man immer vielleicht ein oder zwei Level spielen und dann wäre man quasi durch. Da gibt es ja verschiedene Stories. Vielleicht einfach nochmal alle Stories, auch so mit einem leichten geschichtlichen Interesse nochmal dran zu gehen, wie das denn wirklich so war. Ich habe sonst auch noch Stardew Valley, aber das ist halt auch ein Fass ohne Boden, was man dann aufmachen würde. Müsste halt was sein, was ich nebenbei spielen kann. Wie gesagt, dienstags gibt es immer Dragon Quest. Ja, dienstags 19 Uhr geht es mit Dragon Quest weiter. Wenn ich nicht dienstags streame, ja, die anderen Tage in der Woche gibt es schön andere Spiele zum Zocken. Ja, das wäre es dazu. Jetzt gucken wir mal, ob alles soweit gefunden wird. Sound haben wir, Bild haben wir. Wunderschön. Grüße an Conway. Wir machen mal Resume. Ja, wir sind nämlich Battle for Dingtago. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Da muss das Ganze mal etwas zu Gemüte führen. Ich habe jetzt auch den Sound hier ein bisschen lauter gemacht in-game. Ich hoffe, es ist jetzt besser zu verstehen, wenn die Leute reden. Schauen wir mal. Something's going on down at the port. I'm going to see what it is. Ah ja, okay. Also da waren wir letztes Mal ja stehen geblieben. Da hatten wir ja gesagt, irgendwas ist hier unten. Lu Ling Queen, meine Tochter, geht da jetzt hin. Eigentlich müsste ich da auch hingehen. Ich muss ja rüber auf der anderen Seite. Gucken wir mal. Wenn wir uns noch mal... Ah! Sushu! Genau. Es ging ja jetzt darum, Cao Cao das Land zu klauen, ja? Sich hier zu festigen und das Land zu klauen. Ja! Warum reitet das Pferd nicht so, wie ich das möchte? Möchte mich noch bedanken für alle Follower, die die letzten Tage reingekommen sind, als ich nicht am Stream war. Grüße, Grüße, ja. Vielen Dank fürs Folgen. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier dran. Ich kann heute auch ein bisschen Wrestling talken. Ein bisschen zumindest. Ich hatte nämlich beide NXT-Events gesehen. Und fand Tag 1 wesentlich stärker als Tag 2. Ich habe auch die Hall of Fame 2020 gesehen. Obvious Reasons, NWO und so. Ja, ich habe Hall of Fame 2020 gesehen. Die 2021 habe ich noch nicht gesehen. Ich muss nämlich sagen, die 2020er war schon ziemlich enttäuschend, weil die, weil es keine richtige Einführung gab. Also es gab keinen, der die Leute vorgestellt hat, sondern es gab nur den Clip und dann kamen die Leute raus. Insgesamt die Hall of Fame damit nur 90 Minuten, was das insgesamt sehen angenehm gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, oh, den Stein habe ich glaube ich noch nicht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ohne dass irgendjemand die Leute einführt, ist schon ein bisschen arg komisch. Und dann hatten die Sprecher auch alle so wenig Zeit. Es wurden auch Sachen völlig übertrieben, ja. Also die. Ah, den habe ich noch nicht. Sehr schön. Also diese absolute Lobpreisung der Bellas, als ob die Wrestling. Also alles im Frauenwrestling revolutioniert haben, ne? Bisschen sehr albern. So, ich drehe das Spiel noch ein bisschen lauter an Tacken. Dass ihr da ein bisschen was von habt. Ich hoffe, gucken wir mal gleich. Ich glaube nicht, dass das zu leise ist. Ja, nicht wie der Anfang von Dings da. Der Start von Dragon Quest 9. Wo, ja. Wo das ein bisschen nach hinten losging, sage ich mal. Wo das super laut war. Ich habe noch ein anderes Spiel, was ich gerade spiele, den Tales of, und das genauso. Da ist immer in den Optionen ist das Spiel rotzenlaut. Und wenn ich dann meinen Spielstand lade, dann ist die Lautstärke genommen, die ich dann eingestellt habe. Ich weiß nicht, wer sich das designmäßig überlegt hat. Das muss ich mal ganz klar sagen. Wer kommt denn auf so eine Idee und denkt, oh, ist eine gute Idee, machen wir so. Ne? Da ist er ja. Ups. Oh, sind nur 19. Ja gut, das sollte schnell gehen. Gott sei Dank haben wir Lubu genommen und nicht jemanden wie Sun Quan. Dann würden wir nämlich nie fertig werden, weil das dauert ohne Ende mit dem, weil er ist halt ganze Zeit dabei. Wenn ihr das hier auf YouTube vielleicht nachträglich verfolgt, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr vielleicht
was euch noch interessieren würde an Spielen oder was ihr lieber sehen möchtet. Also lieber was Actionbeladenes, eher was Strategisches. Was ich jetzt schon sagen kann, was es nicht geben wird. Ich wiederhole mich zwar, sorry, aber keine FPS. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Shooter-Spieler und ich glaube... Achso, und nicht irgendwie sowas wie LOL oder so. Mit Online-Skill habe ich auch nicht. Könnt ihr vergessen. Ja. Das wird nichts. Das kann ich gleich schon sagen. Das hat nichts mit, ja, irgendwas zu tun. Ach, wie klingt sie denn? Eieieiei. Das muss ich mal ganz kurz verarbeiten. What the fuck? Was sind das für Geräusche, bitte? Was macht sie denn bitte für Geräusche? Ja. Eieieiei. Das muss aber nicht zwingend sein, oder? Naja. Gibt es die Terms of Service, wo man sowas nicht hören darf? Also wenn man das Bild jetzt wegmachen würde, könnte man denken, ich spiele kein Dynasty Warriors. So. Ist jetzt fertig hier? Ja, ja. Erzähl du mal. Oh, hier ist noch eine. Habe ich die schon? Ja, habe ich schon. Na, boah, jetzt fehlen mir 17 Erfahrungspunkte. Na gut, so, jetzt fahren wir mal rüber. Wo habe ich denn jetzt die 17 Erfahrungspunkte kriegt? Na, egal. Ah, weil ich den Base Supply discovered habe wahrscheinlich. So, auf geht's. Auf die andere Seite. Und da müsste ich jetzt auch eine Mission haben. Das Mikro mal ein bisschen runter machen. Nicht vielleicht auch nicht so extrem laut. Ich sehe meinen Ausschlag immer auf rot, deswegen. Aha. We need to take back this base. Now, what's the best tactic for this situation? Manchong. Ah, okay, er greift ihn von zwei Seiten an. Muss ich da jetzt hin? Ah, ich muss einmal links und einmal rechts einnehmen. Ja. Ist meine Mission eigentlich noch? Assist your allies. Ja, dann Pferd. Komm her. Auf geht's! Leute verprügeln. Dann gucken wir mal. Also, zwei Stück haben wir. Reiten wir erstmal in diese Richtung. Dupti-dupti-du. Ja, Dragon Quest macht schon echt Spaß, aber ich muss mal gucken, ob ich vielleicht von 19 auf 18 Uhr vorziehe. Ah, wird aber auch blöd. Ne, dann 19 Uhr, aber mindestens 2 Stunden streame. Weil sonst wird es ein bisschen, ja. Es ist ein bisschen arg blöd, sage ich einfach mal. Also jetzt komme ich ja gar nicht weiter. Ich habe geguckt, also, ich habe nur mal geguckt, How Long to Beat. Sehr gute Seite, da kann man mal, wenn man sich so ein Spiel kaufen will, nochmal gucken. Na, wie lange dauert das denn? Gibt ja häufig Spiele, wo man denkt, cool, das, will ich unbedingt spielen und dann sieht man, oh, ich brauche irgendwie 70 Stunden, bis ich das durch habe. Und das sollte ich mir nochmal überlegen. Und bei dem Dragon Quest stand jetzt 60 Stunden. Aber wenn ich jede Woche ein bisschen mehr als eine Stunde nur spiele, könnt ihr ja rechnen, wie lange das dauert. Also bin ich über ein Jahr dran, das Spiel durchzuspielen. Das muss ich irgendwie ein bisschen ja, anders machen. Deswegen überlege ich jetzt, ob ich 2-3 Stunden vielleicht sogar spiele. Also 2 mindestens. 2 muss ich mindestens spielen. So. Noch jemand? Ah, Li Dian. Ja, die beiden hängen ja mal zusammen. Die nehme ich mal auch noch. Nehme ich auch noch im Ausland nach Li Dian. Komm her. Bam! Da ist das Y. Kaputt. So. Oh, ein Gem. Was habe ich denn gekriegt? Weißen Gem. So, hauen jetzt alle ab. Ah, den muss ich auch noch umhauen. Okay. Was ist das jetzt? Meine Castle? Hallo.
Ich habe hier alles kaputt gekloppt. Warum flüchten die nicht? Naja. Fährt andere Richtung. Dann reiten wir noch in die andere Richtung. Schauen wir mal. Ich gucke immer nur links auf meinen Kontrollmonitor, ob alles sauber übertragen wird. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich meine, jetzt kann ich eh... Ah, dass das Pferd nicht auflevelt, ist auch so nervig. Ja, dass der auch nicht mal einen längeren Stamina-Balken kriegt. Also einen Ausdauerballen. Brutal nervig. So, zwei Gegner noch auf der Seite. Und dann habe ich die Mission, dann kann ich die Hauptmission, glaube ich, weitermachen. Gucken wir mal, dann müsste ich das Land hier einnehmen. Oh. Die hatte ich noch nicht. Den Waymarkt. Hä? Ach, da. Hä, den habe ich auch schon. Warum wird mir der gezeigt, dass ich ihn discovered habe? Naja, egal. Waffe, weiter geht's. Da, Manchong und... Ah, schau, Yuan. Machen wir mal so jetzt hier. Oh, zu viele Effekte. Ja, Manchong habe ich noch erwischt. Sehr gut. Schau, Yuan lebt aber noch, aber die ganze Gegner nicht mehr. Super. Nice. Er ist weg. Au. Und tschüss. So. Morals decrease. Hä? Ich hab die alle umgekloppt. Wie kann meine Moral runtergehen? So. Jetzt warten wir mal ab, was wir kriegen dafür. Oh, auf 24. Okay. No. Things aren't looking good. It's gonna be tough to take back that position now. Ja. Besonders weil ich hier bin, Leute. Hier nimmt man nichts wieder ein. 6 Level runter, das ist schon mal gut. Jetzt warst du noch auf 24, ne? Ah, Dian Mann, kenne ich jetzt nicht, aber ist sogar named gewesen. Nehmen wir erstmal die Burg hier ein, so. Habe ich noch eine Mission, die ich machen muss? Nö. Das heißt, ich kann direkt runter Battle of Ding Tao. Kann ja gleich durchreiten. Perfekt. Ich weitermachen. Keine besondere Mission mehr. Naja, ich muss im Süden raus. Aber egal. Nehmen wir die Straße nach Süden. Verkloppen wir jetzt mal Zao Zao. Hui. Und hier sind auch schon die ersten Gegner wieder. Ja. Also Hall of Fame war ziemlich enttäuschend. Was heißt enttäuschend? Es war einfach schlimmer als enttäuschend. Es war irgendwie so, mir war so gleichgültig die Hall of Fame, nachdem ich sie gesehen habe. Es war so ein bisschen, boah. Die 21er will ich auch gar nicht gucken. Klar, ich muss sie noch gucken vor jetzt Mittwoch. Ja, also es ist heute Sonntag, für die, die es interessiert. Weil die das bei YouTube nachträglich schauen. Hall of Fame war letzte Woche gewesen. Ne, war diese Woche gewesen. Und ich müsste sie, ich muss sie noch bis Mittwoch nachholen, weil wir natürlich beim Montag drüber reden. Aber es war schon ein Trauerspiel. Und das hat mich zumindest schon veranlasst, eigentlich nicht, das nicht nochmal anschauen zu wollen. Naja, WrestleMania habe ich nichts von mitgekriegt. Ganz ehrlich muss ich sagen, WrestleMania habe ich komplett geskippt, wie letztes Jahr. Ich habe wie letztes Jahr nur die Ergebnisse gelesen. Selbst WrestleMania ist mittlerweile wie ein normaler random Pay-Per-View vorkommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Es
macht auch ein bisschen mein Wrestling-Herz kaputt. Aber ich hätte gar keine Vorfreude, kein Elan, keine Motivation, das zu gucken, das zu erleben, das ja auch jetzt nachzuholen, wo ich dich live gesehen habe. Überhaupt nicht. Und das tut mir echt leid so, weil irgendwie ist man ja Wrestling-Fan und irgendwie will man ja dranbleiben. Aber ne, weiß ich nicht. Also hinterfragt auch so ein bisschen sein Hobby, ne? So ein bisschen wie ein bisschen geht mir das auch mit Videospielen so. Ich spiele zwar immer noch, sieht man ja als obvious, ja. Aber manchmal frage ich mich, früher war man viel mehr im Bann. Man war viel mehr, sag ich mal, gehookt. Ja? Hook, my son, hook. Ich kann das nicht so gut wie Gordon. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, war man früher irgendwie viel mehr investiert und auch beim Wrestling. Ich weiß nicht, ob es daran jetzt älter wird oder dass man so viel schon gesehen hat oder so viel anderer Kram irgendwie reinkommt. Das ist bei Games genauso. Ich meine, ich habe Dynasty Warriors immer gerne gespielt. Wie blöd. Aber mit 9, gut, kann natürlich auch an 9 liegen, aber ich habe hier echt die so eine On-Off-Relationship mit. Ja, auf gut Deutsch. Ja, es ist immer, dann spiele ich zwar wieder ein paar Stunden, wie jetzt auch die Kampagne jetzt hier, habe ich jetzt wieder Lust drauf. Und dann liegt es wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr in der Ecke. Ich weiß es nicht. Ja, weil es vielleicht auch so viel ist. Vielleicht, weil die Spiele auch alle immer so groß werden, dass du nicht einfach nur von A nach B durchspielen kannst oder musst, sondern dass du einfach 90 Stunden immer in ein Singleplayer-Spiel stecken musst. Ich habe das ja bei Assassin's Creed gelesen. Viele sagen, ja, Odyssey und Origins ist gut und Valhalla auch, aber es ist, ja gut, repetitiv, wie ihr seht, stört mich weniger. Sondern es ist einfach so viel Zeit, was man da reinsteckt, ja. Und das ist es einfach. Hier war das sogar zu Anfang so, vor dem ersten Update hast du nur die Charaktere freigeschaltet, zu der Zeit, wo dein Charakter auch unterwegs war. Das heißt, ich habe diese Timelinien gesehen, die ich mal durchgegangen bin. Das heißt, ich konnte die nur von den Timelinien freischalten und auch nur von meiner Fraktion. Und das haben sie mit irgendeinem Patch geändert, weil sich zu viele aufgeregt haben. Weil sonst müsste man ja immer wieder mit den Leuten am Start anfangen, mit den dreien, und sich dann durcharbeiten. Ne? Also auch bei, gut, bei Shu, hat man jetzt, glaube ich, länger als Guan Yu ist dann noch Liu Bei dabei. So, und dann kriegt man fast alles frei, muss dann aber mit anderen, vielleicht mit denen man gar nicht spielen möchte, da dann noch weitermachen. Und ich glaube, das hat einfach zu viel Backfire gegeben. Da hatten die einfach keinen Bock drauf, die Entwickler. Und, ja. Was soll ich sagen? Kann ich nachvollziehen? Ist aber blöd. Ne? Warte, ich sehe mal auf meinem Kontrollmonitor, sehe ich gerade. So, meine Bitrate nämlich nicht. Nicht, dass das hier voll einbricht. So, jetzt besser. So ist doch schon besser. Weiß nicht. Es ist, das habe ich mit vielen. Ich habe viele Spiele. Backlog kennt ihr auch. Aber es ist beim Videospielen manchmal bei mir so ein Pokémon-Syndrom, ja. Ich sammle die, nur um es zum Haben willen. Aber nicht, weil ich sie brauche. Ich habe sie einfach. Ich habe auch eine Switch hier mit total vielen Spielen noch, die ich noch nicht mal angerührt habe. Ne? Xenoblade Chronicles Definitive Edition habe ich noch gar nicht gespielt. Gar nicht angerührt. Ich habe bei Smash Bros. Den Singleplayer, ja, dieses Brett da, habe ich auch noch immer noch nicht durch. Das letzte, was ich richtig durchgesuchtet habe, war Hyrule Warriors Age of Calamity. Und warum? Weil es sogar im Gegensatz zu diesem Spiel zeitlich einigermaßen schaffbar ist. Ich glaube, ich habe 60 Stunden oder 70 Stunden reingesteckt und dann hatte ich es durch. Was ziemlich gut war. Also das hier ist ja auch ein Fass ohne Boden. So, jetzt kommt dieses Jahr noch... So. Auf geht's. Castle einnehmen. Warum Cao Cao hier ist, weiß ich nicht, weil der eigentlich, naja, nicht hier sein sollte. Aua, hat er mich getroffen? Hat er mich getroffen? Ja, aber nicht wahr, mit seiner blöden Axt.
Oder auch wieder decken hier. So. Ach, das ist Zushu. Au. Au, ich habe Zushu gefunden. Au. Au. Ist ja gut. Ist einer der Leibwächter von dem Cao Cao. Nur ganz kurz zur Info. Damit ihr wisst, warum der so stark ist. Ah, show me what you got. Boom. Oh Gott, der hat noch genug HP. Naja, gut. Schön auch, ich sehe jetzt schön matschig aus, weil er mich in Matsch geworfen hat. Feierabend, so. Ah, mein Belagerungsturm ist da. Sehr gut. Ist ein Belagerungsturm? Ja. Haben wir da noch die Gegner kaputt? Ah, das ist ein anderer. Egal. Soll trotzdem reichen. Ja, ist auch wieder, der fährt die nicht über, sondern der schiebt die nur weg, so. Alles da, nice. So, auf geht's. Hopp, so. Auf geht's. Gleich in die Mitte hier, gleich ummoschen. Der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt hier von der Seite. Ja, auch schön, dass unsere Wagen da hinfahren, aber keiner meiner eigenen Truppen schon rüber rennt über die Rüstung oben. Sondern muss natürlich wieder selber machen. So, Tür auf. Und dann gucken wir mal hier. Ich müsste die aber eigentlich einnehmen, ne? Ist auch nicht ganz akkurat, aber gut. Wie gesagt, und wir, ja, also ich tendiere mich ganz stark zu Age of Empires 2. Weil ich den auch, und ich das auch, aua. Na, jetzt hat er mich hochgeworfen. Jetzt meine ich nur dieses blöde Muse auf dem Boden. Na, egal. Will er jetzt nicht mehr. Na, jetzt macht das wieder nicht. Auch ein schöner Bug. Das ist, jetzt geht's. Manchmal macht er das nämlich einfach nicht. So, weg. Aua! Au! Ich habe Xun Yu gefunden. Und da sind sie weg. So! Weiter geht's. Magnificent! You were truly magnificent, Master Lubu. Now that we have claimed Ding Tao, Yang Province belongs firmly to us. Ha! This was nothing more than a warm-up. Where do we go next, Chen Gong? What land will we invade? I bring news. Hu Yong has fallen to Cao Cao's forces. As soon as our main unit headed towards Ding Tao, the enemy swooped in and seized it. No! Hu Yong! Hu Yong has been lost! Get a hold of yourself. If it has been taken, we will simply take it back. Come, Chen Gong! Wait! Please, wait just a minute. If we leave Ding Tao now, the enemy will seize it instead. The whole battle will degenerate into a game of cat and mouse, and we will lose troops all the while. We are outnumbered, meaning that this is a recipe for defeat. I believe, yes, I believe we must leave Yang Province for now. Ridiculous! I won! Why should I give that up just because Pu Yong has been lost? I understand your anger. However, we have just finished fighting a difficult battle. Our men are tired and have suffered injuries. Our path to conquest has only just begun. There are other territories besides Yan Province. I promise you, my lord. I promise you that I will find a way for you to seize a new land. Please, for now, we must retreat. Cao Cao, you will pay dearly for what you have done here today. I swear one day I will destroy you and reclaim Yan Province. Chen Gong, prepare the next battle for me. My lord, leave it to me. Tja,
So sieht das aus, ne? Boah, mein Mikrofon geht mir gerade echt auf die Nerven. Weiß nicht, warum das immer noch ausschlägt, obwohl ich nichts mache. Eigentlich soll das ruhig sein, aber gut. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise. Ein paar Dezibel mal runtergedreht. So. Hetuxiapi. Jetzt gehen wir nicht zu Leo Bay. Jetzt habe ich wieder keinen... Jetzt habe ich wieder alles verloren, weil ich hier einfach nur vorpreschen musste, ohne drüber nachzudenken. Jetzt nehme ich mir Xiapi Castle. Because I can. Und weil ich Lubu bin. Spoiler. Funktioniert auch nicht so richtig gut. Aber machen wir erstmal. Ja, ich muss mir irgendwie noch einen besseren Arm hier für Dings besorgen. Wippt hier auch immer so blöd, mein Mikro. Ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das hier besser hinkriege. Ich habe ja halt auch keinen super Schreibtisch als, ach, ich reite auch in die falsche Richtung. Was mache ich denn da? Ich habe auch keinen super Schreibtisch, überhaupt Schreibtisch. Das ist, glaube ich, hier ein ausziehbarer Esstisch, der ein bisschen höher ist. Ist aber jetzt kein geiler Schreibtisch. Ja. Mein Schreibtisch ist leider im Umzug nicht überlebt. Und der jetzt hier, ja, war vom Vormieter dann einfach drin gelassen. Oder beziehungsweise hat mir den überlassen. Ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd gelaufen. So, und jetzt kommt eigentlich der Teil in dem Spiel, der super langweilig ist. Jetzt muss ich von A nach B reiten, ohne dass ich irgendwas machen muss. Also ich könnte das ganze Land hier zwar erkunden, aber das war's. Ich schließe mich jetzt Liu Bei an. Und warte darauf, dass Liu Bei dann nachher abhaut. Damit ich mir sein Castle wieder nehmen kann. So funktioniert es immer. Auf die Leichtgläubigen setzen. Gehen. Ja, wie gesagt, ich wollte sagen, Age of Empires 2, das wäre vielleicht nochmal interessant, da kann man halt auch während man die Mission macht, ja, ein bisschen auch noch quatschen über Wrestling. Ja. Ein bisschen über Wrestling quatschen und, bisschen nebenbei zocken, entspannt auch. Ja, also, gucken, vielleicht kriegen wir jetzt mal den ein oder anderen Talker mal noch zu hören. Einfach mal diskutieren kann, vielleicht während ich Age of Empires 2 spiele. Ja, Alternative, könnte Fall Guys spielen, aber da habe ich halt auch wenig Skill drin. Ja, das ist, ich habe zwar ein paar Mal eine Runde gewonnen, aber es war halt nicht häufig. Ja, weiß ich auch nicht. Außerdem habe ich noch so viel auf meiner To-Do-Liste an alten Games, beziehungsweise an Games von... Oh, Wreckfest zum Beispiel habe ich auch noch. Unbedingt spielen wollte. Game Pass habe ich noch so viele Spiele, die ich unbedingt spielen wollte. Naja, mal gucken. So, wir langsam Richtung CRP. Schauen mal, wie es da weitergeht. Das ist das Einzige, was jetzt schade ist am Spiel. Ne? Jetzt hat man diese Phasen, wo man nur reitet. Es passiert nichts. Bei den anderen Mal hatte ich immer noch, dass ich mal hier und da einen Außenposten einnehmen musste. Hier überhaupt nicht. Man reitet einfach nur. Zur nächsten Sequenz.
While this may work in the short term, what do you have planned after that? Liu Bei is currently under attack from Yuan Shu. Are we to wage war against Yuan Shu as well? Huh. The idea of battle against that coward does nothing for me. I won't do it. Naturally, I have no intention whatsoever of fighting against Yuan Shu. No. Our true enemy will be. Yeah. Welcome, everyone. I know you have come a long way to be here. I hear tell that the battle in Yan province was most savage. Please, take some time to rest your weary bodies here in Shu province. Master Liu Bei, we are most grateful. Most grateful indeed for your generosity. Once we have recovered, we will repay your kindness by joining forces with you to slay Cao Cao. We will discuss that matter at a later date. Right now, we are about to face Yuan Shu in battle. I will leave my sworn brother, Zhang Fei, here with you. If you need anything, please ask him. Chen Gong, are you really going to go through with this? But of course, our real enemy is not Yuan Shu, but Liu Bei. It's always been Liu Bei. He has managed to hold off an attack from Cao Cao with just a few men. His strength and that of his sworn brothers is not to be underestimated. I am sure that battle against him will be enough to satisfy even you, Master Lu Bu. Hmm. So your plan is the same as it was in Yan province. Take Shu province while Liu Bei is away, and use this land as a foothold in our quest for dominion over the land. Good idea. Is that it? That is it. That is it in a nutshell. With my intellect and your strength, Master Lu Bu, taking Shu province ought to be no problem at all. If we were to be accused of thievery, we would scarcely argue. But if this is what you want, Father, then I will fight against anyone you choose. Be ready for battle at any moment. To create a land of my own, and for the first step on my path to total rule, we will take Shu province. Und wieder mal. So, ich hab jetzt mal. Zhang Fei has been left in charge here and seems awfully bored. So I have decided to send him a little gift, his favorite, wine. I would imagine that right about now, he is well and truly drunk. Why do you insist on using such trickery? Do you wish me to fight against a pathetic drunkard? My lord, you must have a little patience. The true battle lies further ahead. Once we have Shu province in our grasp, you may fight against anyone you choose. Cao Cao, Liu Bei, the choice will be yours. If we just wander without a home, constantly relying on the hospitality of others, the men will lose morale. Master Lu Bu, I believe our first course of action should be to secure a foothold of our own. I will fight with all I have to ensure that Shu province comes under your control, Father. Very well. Let's do this. We will pummel that drunkard Zhang Fei and claim Shu province for ourselves. Woohoo, die nächste Provinz für uns. Auf geht's. Yay. Einnehmen. I will take Shapi while Liu Bei is gone and make Shu province my own territory. Mehr Wein. So. Komm mal her hier. Shapi is manned by Zhang Fei, a man famous for his fondness for wine. Even now, I imagine he's fighting boredom with a drink or two. What we will do
is send him more wine. If he's drunk, he'll be in no position to stop us taking the castle. Mehr Wein. Habe ich nicht noch Wein im Inventar? Ne, habe ich nicht. Ah, ich muss... Ah, wird mir sogar schon angezeigt, dass das der Händler. Ah, Musik. Auf geht's hier. Jetzt mal zum... Tuk-tuk-tuk-tuk. Bläh. Ich hasse das. Wo ist denn jetzt hier lang? Da. Bläh. Jetzt führt die mit dem Pferd. Thank you for your order. I'm afraid we don't carry that much wine, however. Ernsthaft? Verarschen? Pferd. Ist anders. Dauert mir zu lange hier. Pferd. That's not nearly enough wine. Let's get some more. From Chaupay. Ja, und... Duk-ti-duk-ti-du. Are those Lupo's forces? Everyone! Jetzt aber nicht meine Nebenmission, ne? Lupo is attacking! Fight back! Greif gar nicht an. Lass mich in Ruhe. They will cause problems if I let them squeal. It would be better to wipe them out. Da ist sie schon wieder. Are you mad? Kann nicht sein. These barricades are essential to our assault on Shoppy Castle. We cannot allow them to be destroyed. Haben wir es jetzt? You pay dearly for your behavior, John Liao. Can anybody provide me with a decent challenge? Nobody can stop me. Eigentlich würde ich da hin. Überlevel ist da ja egal. War jetzt sogar 28 gesenkt. Wenn ich den Weindier geht er wahrscheinlich noch weiter runter, ne? Ja, 5 Level dann auf 23, damit das wäre easy. Easy! Ja, ja, ich pack das schon weg. The wine is ready. Come on! Und wieder zurückreiten. Ach komm, jetzt nehme ich deine Wut auch noch mal ein. Was soll's? Egal. Geht ja auf den Weg. Jetzt habe ich den Event schon getriggert. Und fühle ich mich jetzt auch nicht gut, wenn ich das nicht mache. Ach ja, also. Machen wir das auch noch. Was soll's? Ist ja nur irgendeine Castle einnehmen. Wie ihr seht, ich fühle da viel auch immer mehr verloren. Ich weiß gar nicht, wie wohl die Bay ist. Ist hier nicht Shaodun drin? Das gehen wir raus, was wir hier drin haben. Ne, das wäre das. Das ist schon klar. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das ganz schnell hier machen kann in dem Spiel. Geh hier rein.
Ja. In den. Okay, reicht das schon. Besiegt. Und ich spiele das gleich mal in Castle. So, das war's. Eingenommen, Feierabend, alles meins. Das geht dann viel zu schnell, wie ihr seht. Kriegt gute Erfahrungspunkte, ja. Das geht einfach viel zu schnell. So, gehen wir zum Shenron. Things are proceeding very nicely indeed. This ought to ensure that every last soldier in the castle is dead drunk. Auch abgeschlossen, noch mehr Erfahrungspunkte. Nice. That was nothing. I expected more of a challenge. Incredible. I am truly impressed by your skill. So, wollen wir mal angreifen. Preparations for the siege are nearly complete. Ja, ja, auf geht's hier. Das jetzt einnehmen hier. Ja, wo sind denn meine Landen? Nicht hier, oder? Doch da. Aha, hier. Hier sind meine Truppen. Wo ist meine Ramme? Ach, schon offen. Das wäre nett. Vielen Dank. Reite ich mal rein. Gucken wir mal. Enemy! Enemy is attacking! Oh, I feel too sick to fight. Ja, das können wir immer tun. Wo ist denn, wo sind die Mini-Icons? Warum tauchen die jetzt ständig auf? Tja, alle betrogen. Das war der Plan. Wo ist jetzt hier Chia Pi? Ja, ich habe wieder 5000 Gegner, nein, 3000 Gegner. Okay. In alten Spielen sagten das immer, your true warrior plus three kingdoms, wo man 1000 Gegner besiegt hat. Das war schon 3000, aber hier zählt ja alles nur. So, Zhengfei, da ist Zhengfei. Joa, der ist halt immer noch mit Schild und allem, ne? Aber dass er bedroht ist, ja noch ziemlich aktiv. Hat er davon. Greift er mich einfach von hinten an. Kann doch nicht wahr sein. Frechheit. So, ein bisschen höher machen hier. You're thinking of snatching Shopee while brother is away. That makes me very angry. First of all, you betrayed brother, who took you in when you needed help. And next, what's even worse,
think you can emerge victorious in a fight against the mighty Zhang Fei? Ja, natürlich kannst du noch kämpfen. Natürlich. Is ours. Ours at last! Master Lu Bu, you finally have a land of your own. And we have somewhere we can call our home. Congratulations, Father. Utterly pathetic. How can I be satisfied when all I did was beat one old drunk? Chen Gong, prepare my next battle. We must not hurry things, my lord. That would never do. If we are to rule the entire land, then we must first make sure that our home territory will never be taken from us. It was not your lack of might that thwarted our attack on Yan Province, but the lack of our military might as a whole. It is just as Master Chen Gong says. We should look to build up our military strength here before we proceed any further. Ja, sehr klug. Do as you wish, but I will not wait long. We have claimed Shu Province, but what's next? Who am I to fight next? Naturally, my lord, our next opponent will be Cao Cao. Cao Cao attacked Shu Province once before, in the name of avenging his father. But the fact of the matter was that, that was just an excuse. He simply wanted this land for himself. Cao Cao will try and take this land from us, sooner or later. I guarantee it. Cao Cao. I understand he has the Emperor under his control. His is the fastest rising star in all the land. I am also concerned about the young Sun Tzu. Who has taken over for his father, Sun Jian. He quickly overran Jiang Dong, and is now being referred to as the Little Conqueror. I think he would be a good choice for you to test your might against. We owe Cao Cao for what happened in Yan Province. He will be crushed beyond all recognition. And as for Sun Tzu, calling himself the Little Conqueror, I will show him who's boss. With my intellect and the strength of so many mighty warriors, defeat is unthinkable. We will see. Come, come, let us ascend to the staircase to the ultimate dominion over this land. Jo, nächstes Chapter. After rescuing the Emperor from Shun'un, Cao Cao leads him to his own capital of Xucheng. His control of the revered Emperor of the long-reigning Han Dynasty gives him a certain prestige. Elsewhere, Yuan Shu's faction is gradually losing support. Panicking, he does the unthinkable. He declares himself emperor, basing his claim on the imperial seal he had taken from the late Sun Jian. He claims to be the true leader,
and calls on all faithful lords to support him. However, this gives Yuan Shao the perfect excuse against him. Shao proclaims Xu a traitor and begins his own campaign against him. We have Xu Province. Cao Cao is next. I'm going to attack Yan Province. Prepare yourselves for battle. Please, my lord, wait just a minute. The time is not yet ripe. Cao Cao has grown much stronger since you last faced him. We must find a way to develop our own strength to match him. Strength? I have enough strength for all of us. You just need to prepare a battle for me. Stop wasting your time offering your worthless opinions. Have you forgotten Cao Cao's mercilessness in Yan Province? If you go to war with him, he will cheat, connive, and scheme so that he does not have to face you directly. That is the kind of man Cao Cao is. In order to overcome his dastardly schemes, we must form an army of our own that has enough might to nullify anything he can come up with. Chen Gong, I hear you placed Liu Bei in Xiao Pei without my permission. Until now, I have done just as you have suggested, but you have the temerity to try and tell me what to do, and you go behind my back. I do not serve at your pleasure. Xu Province is not your land. Do not have ideas above your station. Father, please, calm yourself. Master Lu Bu, I agree that Cao Cao is our sworn enemy, but I am also concerned about the movements of Yuan Xu. He seems to covet Xu Province and is making the necessary military preparations to invade it. Battle against one so pathetic will provide me with no satisfaction. But if he dares to stand before me, I will not disappoint him. He will regret ever setting foot in Xu Province. Master Zhang Liao says, Yuan Xu is who we must be particularly wary of. We must keep a very sharp eye on him, my lord. Yuan Xu has launched his invasion on Xu Province. It appears that he has attacked Master Liu Bei and Xiao Pei. Curse that Yuan Xu! He knows he can't beat me, so he goes after Liu Bei. I despise those who pick on the weak. He will pay for that! Master Lu Bu, it would be most unwise to wage war against Yuan Xu at the moment. You do not want us to fight him? But why not? We may have claimed Xu Province, but our military firepower is no match for Cao Cao's. If our army is forced to endure a battle against Yuan Xu now, then we will be left vulnerable to an attack from Cao Cao. It will be Yan Province all over again. Then what do you suggest I do? What we need to do, I believe, is mediate in the conflict between Master Liu Bei and Yuan Xu. That will ensure the safety of Xu Province, while our army will remain fully rested and ready to face Cao Cao at any time. Mediate? You mean it will be our job to stop them from fighting? Do you think we're capable of doing such a thing? With the power and prestige of Master Lu Bu, I do. I think it would be quicker to simply crush Yuan Xu. But if you insist... Come! Let us put an end to this petty squabble. I'm supposed to act as a mediator here? Can't I just crush these bugs? Pathetic. Überlege ich gerade, ob es da was gab.
kann mich da gar nicht dran erinnern, geschichtlich. Aber wie gesagt, hier werden ja auch mehr Missionen, wird ja auf jedem auch individuell eingegangen. Kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Sisting Liu Bei, dann gehen wir doch mal dahin. Yuan Shu's forces are almost at Shopee already. Ah, doch, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Die Mission gab es, glaube ich, bei Dynasty Warriors 8 auch. Da sagt Liu Bei, ihr hört jetzt auf zu kämpfen. Da sagt Lu Bu. Das wollte ich verhindern. Sagt Lu Bu, ihr hört auf zu kämpfen, bla bla bla. Und dann sagt Yuan Shu, nur wenn du irgendwie. Oder sagt er, ihr hört auf zu kämpfen, wenn ich mit meinem Pfeil meine Waffe treffe. Wirft seine Waffe weg, schießt mit einem Pfeil gegen die Waffe und dann hören die auf zu kämpfen. Oh, jetzt kann ich mit dem Pferd nicht aussteigen. Es ist doch zum Kotzen, ey. Blöde Pferd. Komm. Ich reite dich erstmal raus. Da. Wunderbar. So, erstmal hier rausreiten. Gehen wir da rüber. Stimmt, ich erinnere mich an die Mission. Jetzt klingelt's. Jetzt klingelt's. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich habe ein bisschen mein Mikrofon runtergestellt. Hatte ich den Platz hier noch nicht? What? Er hat doch schon mal die TOP angegriffen. Na egal. Warum ich das jetzt durchziehen will mit Lu Bu ist auch, dass ich langsam auch wieder keine Lust mehr auf das Spiel habe. Leider. Aber so ist das mit dem Dynasty Warriors immer wieder, mit dem Dynasty Warriors 9. Dachte ich ja, ist immer so eine On-Off-Sache. Und ja. Habe halt auch eine Menge andere, wie gesagt, ich hatte ja eine ganze Menge andere. Ich habe auch auf PC noch genug andere Sachen. Wie gesagt, ich möchte in Wreckfest nochmal reinschauen. Yakuza gibt es ja auch noch auf dem Game Pass. Game Pass für mich immer noch absolutes bestes Value. Vielleicht auch nochmal ein Indie-Game reingucken. Wie gesagt, ich ärgert ist ein bisschen Spiritfarer. Wollte ich auf alle Fälle spielen. Oder hatte ich angefangen zu spielen. Dann hatte ich aber ein Corrupted Save Game. Und jetzt kann ich das Spiel nicht mehr starten über Game Pass. Das ist immer Bildschirm schwarz. Auch ein bisschen blöd. Ja. Bisschen blöd, aber gut. Da habe ich noch einen vergessen. Da ist noch ein Bow-Captain. So, eingenommen. So. Dann Liu Bei jetzt assist. Oh, die schießen hier schon mit Pfeil und Bogen rein. Dann wirklich mal in Age of Empires 2 wieder reinschauen. Ist halt auch ein bisschen weniger actionreich als das hier. Glaube ich, installiere mir das mal wieder. Also ich weiß einfach, es kommt nicht mehr viel von Liu Bei. Liu. Ich meine, wenn ich das hier durch habe, dann müsste ich nur noch meine Burg verteidigen, das Feierabend. Oh, ich habe Angriff ab. Sehr gut. Fräse sich ein bisschen schnell durch die Gegner durch. Guck mal, hier haben wir hier alles. Noch jemand vergessen? Hier noch jemand, oder? Ist hier noch irgendwo ein? Da. So ein Schenk. Das war's. So. Stimmt. Ich nehme das von Liu Bei ein. Der kommt wieder und wirft sich mir dann, glaube ich. Deswegen gehört Liu Bei jetzt irgendwie wohl zu mir oder so erst. Irgendwie war da was, obwohl ich ihnen quasi das Castle abgenommen habe.
So, jetzt bin ich eigentlich schon fertig, ne? Okay, das wäre die Nebenmission gewesen. Egal. Nobody can stop me. Dann reiten wir mal. Report! Lord Zhongshun and the others in the advance guard have been wiped out! What's that? Then who's going to take down Liu Bei for me? Oh, dieses Pferd. Jetzt mal absichtlich den Event nicht triggern. Keine Lust drauf habe. Ja, wie es nämlich eigentlich abläuft. Man kann hier nämlich gemütlich an allem vorbeireiten. Zum Ziel. Das mal ein bisschen beschleunigen, dass ich auf alle Fälle da heute mit durchkomme. Levelmäßig bin ich eh schon gut drüber. Das heißt, es reicht dann auch gleich für das Letzte. Ihr seht schon, es ist auch so einfach abzukürzen. Ja. Hat Wreckfest überhaupt einen Singleplayer? Da muss ich erstmal reingucken. Bevor ich das so anwerfe. Wahrscheinlich eher so ein Multiplayer-Ding. Na, Wasser! No! Wie komme ich da jetzt rüber? Egal. Wir machen einfach so most obvious thing überhaupt. Wir schwimmen rüber. Dupti-dupti-du. Das geht dann schon mit dem Pferd. Ja, Match of the Night für mich NXT. Erster Tag Walter gegen Ciampa. Dicht gefolgt vom Women's Title Match. Zweiter Tag Match of the Night war das Ladder Match. Der Main Event war auch gut und extrem hart geführt. Aber war mir zu lang, er hat zu viele Pausen, der war mir einfach zu lang, muss ich ehrlich sagen. Im Ladder Match gut, da könnte man jetzt sagen, ja, da haben andere dem Heal geholfen, warum hat er nicht clean gewonnen, aber Leute, es ist ein Heal, es ist in Ordnung, wenn der Hilfe kriegt von seinen Compadre. Ja, fand ich überhaupt nicht schlimm. Lustiger fand ich eher, dass Jordan Devlin da erstmal brutal ausgepuckt wurde und alle auf der Seite von Santos Escobar waren. Fand ich auch sehr unterhaltsam, fand ich gut, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Und das gibt natürlich auch dem Heal-Charakter nochmal neue Fahrt. So, ich reite hier einfach nur durch. Keine Lust mehr. Wir triggern jetzt hier den Kampf und dann hoffe ich, dass ich meinen Dings verteidigen kann, meine Burg. Oh, das könnte hier noch eine Important Base sein. Jetzt haben wir noch ein kleines Level. Wir sind nur schon 32. Ob ich von dem anderen noch durch einen Important Base ist. Weil die kurz vor der Burg nämlich ist. Dann kann das sein, dass die manchmal nämlich noch diese Important Bases triggern. Nein, nein. Assault Captain, das war Assault Captain, der hat jetzt mal diesen. Jetzt reicht der ja. Oh, oh, jetzt reicht ja. Vielleicht werde ich Samurai Warriors 5, wenn das rauskommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr kommt, aber es gab ja schon diverse Anzeichen dafür. Dann, ich das vielleicht auch mal livestreamen. Bei Samurai Warriors bin ich halt nicht so drin wie Dynasty Warriors. Und eigentlich schade, weil da scheint es auch so ganz so ähnlich viele interessante Konstrukte zu geben und Kämpfe und was weiß ich. Ah, ich habe ihn einfach nur rausgeschoben. Sehr gut. Aus dem Wirkungsbereich. Ja. Das war sogar noch eine Important Base. Sehr gut. Dann triggern wir mal hier den Angriff. Look at them, with their backs turned to
Ah, wo kommt sie denn jetzt her? Sie wieder, ey. Oh, wieso hat sie... Wieso kommt sie hier aus dem Nichts? Mann, ist ja schlimm. Aus dem Nichts hier. Jetzt komm, lauf weg. Okay, das ist aber nicht mein Pferd. Ja. Darf ich jetzt bitte den Siege triggern? Ja, ja. Sollen wir auch mal ganz schnell. Das ist halt das Problem, was dieses Spiel hat. Man wollte Open World machen mit Belagerungen und großen Kämpfen und Städten und so weiter. Im Endeffekt brauchst du einen Enterhaken, klickst das einfach rüber. Gehst in die Burg, klopfst die Gegner oben, Feierabend. Und da werde ich halt ein bisschen aggressiv. Ja. Oh, es sei denn, das ist so... Oh, ich hatte hier schon mal einen harten Bug. Genauso ein Mist, dass jetzt so ein Zwischentor hier nicht mehr aufgeht. So, dann machen wir es so mit Wandsprünge. Ich bin Lubu, ich brauche niemanden. Das war. I have seen enough of these meaningless battles. Yuan Shu, withdraw your men. If you refuse, I will cut you down here and now. Yuan Shu, Liu Bei. I have seen more than enough of your dull little argument. It is time for you both to put it behind you. If you do not, you will face me instead. Very well. I will withdraw. I take it you are good with this as well, Liu Bei. I shall do as you request, Master Lu Bu, and withdraw my forces. Now that it's settled, get out of here and keep your ridiculous little disagreements out of my land. This battle has made it perfectly clear that Yuan Shu is no match for you, my lord. But by stepping in and mediating in this conflict instead of simply crushing him, we have allowed him to keep face. He owes us a great debt now, and that could be very useful. Chen Gong, was this your plan all along? Is this why you asked Father to mediate? This was all for the purposes of strengthening our power base here in Shu Province. If we lose this land, our dreams of conquest are at an end. I only wish for you to be able to fight with no unnecessary concerns troubling you, my lord. To that end, I must think of any and every possible plan. Und zurück nach Xiapi, aber diesmal portiere ich mich, weil jetzt muss man sowieso wieder laufen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ist einfach nur zurückreiten. Das tue ich mir nicht an. So. Einfach nur Erfahrungspunkte. Ja. So. Jetzt müsste ich noch angegriffen werden. Master Lu Bu, it seems that Liu Bei has accepted Cao Cao's invitation
and left Shu Province. In response, it appears that Cao Cao's army is now heading this way. Liu Bei, after I let you stay in Xiaopeng, have you forgotten the debt you owe me? Chen Gong, prepare for battle at once. We will show them the folly of their actions. Master Lu Bu, Liu Bei knows this land, Shu Province, like the back of his hand. And if he has joined forces with Cao Cao, then it will not be a simple task to overcome them. In order to bolster our own troop numbers, I do believe it would be prudent here to form an alliance with Yuan Shu. He owes us a debt. I think now might be an optimal time to have him repay it. Join forces with that pathetic coward? Are you mad? I will take on Liu Bei and Cao Cao by myself. My lord, we are here to fight on level footing. Naturally, you would claim victory, but as things currently stand, we would not be able to do so. All I desire is to be able to create the ultimate stage upon which you can demonstrate the true extent of your might. Ha! Whatever. Father. Tja. Cao Cao's vanguard has already reached the border of Shu Province. I'm afraid that we do not have much time. We must hurry to Yuan Shu and agree to terms. I will leave the boring negotiations to you, Chen Gong. I will concentrate on kicking aside Cao Cao's army. Father appears to be extremely irritated. He believed that if he had his own land, he could fight his battles the way he wanted to. But the reality has proven to be very different. Believe me, I have no desire to bring Master Lu Bu any discontent. All of this is simply an effort to protect this land of Shu Province, which is Master Lu Bu's new home now. I know. I place no blame on your shoulders. I just want my father to be able to fight his battles his own way. I hope that day will come soon. We must form an alliance with Master Yuan Shu at once. Come on, to Shoshun! Das ist alles meine Hauptmission. Ja gut, dann brauche ich einfach nur runterreiten hier dann. You can deal with all the boring details. I'm off to smash the enemy. Wo ist mein Pferd? Auf geht's. Cao Cao's forces. I knew they wouldn't stay away. But I am the daughter of the Demon of War. I will face them. Ja, ja. Bis du da bist, habe ich dich schon längst umgeknüppelt. So, auf geht's hier. Ah, da ist er wieder, Lidian. So, der ist schon mal weg. Victory should have been ours. Can anybody provide me with a decent challenge? I have my orders. I am to prevent you from reaching Shoshu. Dauert jetzt so ein bisschen. Der will. Ah, jetzt. Level up.
Weiter geht's. Die nächsten. Ja, hier muss ich jetzt aber die Brücke nehmen. Nicht wieder durchs Wasser. Capturing the enemy's bases is the key to defeating them. Ja, ja. Es gibt noch Dynasty Warriors 9 Empires, ich glaube nächstes Jahr. Da bin ich mal gehofft, vielleicht ist das wieder mit kleineren. Da warte ich aber diesmal wirklich erst die Rezension ab. Oder guck mir vielleicht auf Twitch an, wie andere das spielen, bevor ich das hole. Will nicht wieder wie jetzt hier so ein bisschen den Reinfall haben, dass ich da. Au! Oh. Blöden Wölfe. Haben wir es jetzt. So. Danke. Hol mich da einfach runter vom Pferd. Kann das denn wahr sein? So, wir haben als nächstes hier. Treffer, nice. Auch weg. And I failed to stop it. Let this battle slip away from me. It's time. Be sure it doesn't happen again. Ah, das ist Sushu. Nein, vergessen. Sorry, but I have just about enough of you. Even if it means I have to get my hands. Ach da. Hujia, den muss ich auch noch machen. Au. So, geht doch. I shudder to think what will happen if Lu Bu and Yuan Shu manage to join forces. We need to make our move now before it's too late. Schon einer im Weg, ey. That was the most boring battle I've ever seen. Come, we are heading for show 2. Mann, ich will, dass das Level vom Pferd ansteigt. So schlimm. Let's go. Now is the time to attack.
made it as far as Shoshu. It is time for the meeting with Master Yuan Shu. You take care of it. I refuse to do anything. What's that? You want to form an alliance with me? First, you mediate in my conflict, like some arbiter of peace, even though it has nothing to do with you. And now, no sooner does Cao Cao attack than you come crawling. Everything you do is for your own benefit. You really think I'd join forces with the likes of you? We have common ground, do we not, Master Yuan Shu? We both want Cao Cao removed from the picture. Then, does it not make sense to join hands, avoid unnecessary friction between us, and ensure that we each reap the benefits? What do you think? I believe this helps you quite as much as it helps us. I suppose what you say makes sense. Very well then. I will agree to your proposal. But I do not trust you at all. As a show of good faith, I want you to let me take a hostage. You are Lu Bu's daughter, are you not? I want you to marry my son. If you agree to that, I would have no concern regarding any possible betrayal. I take it you have no objection. How dare you? Why should Ling Qi have to marry your weasel son? If you keep spouting such nonsense, I will cut you down where you stand. Wait! Father! If I agree to your plan, then you will form an alliance with us, yes? In that case, I accept your terms. But the marriage will only take place after we have defeated Cao Cao. After all, it's not as if we trust you implicitly either. Ling Qi, what are you saying? This is all in order to defeat Cao Cao. Besides, nothing will happen just yet. Very well. Once Cao Cao has been defeated, you will join our family. Ling Qi. We can turn our backs on an agreement with you and Shu anytime we want. The only thing that matters now is that we have no concerns holding us back in our battle against Cao Cao. Ha! You're as bad as Chen Gong. I want you to promise you will never do something like that again. Come. We will head back to the castle. Und wieder zurück rein. Ja. Wer auf die Idee kam, dass das eine super Idee ist, weiß ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Dann gibt es schnelle Reise, dann macht das Ganze mit obsolet. So. Erfahrungspunkte. Nächste Szene. Master Lu Bu, the main unit of Cao Cao and Liu Bei's army is finally on the move. They have shown the advantage of knowing the territory of Shu Province. They have taken down each and every one of our garrisons. I do believe it is only a matter of time before Shapi is completely surrounded. It is good of them to save me the trouble and to serve themselves up on a plate for me to devour. This makes everything much simpler. Chen Gong, lure them further in. Master Lu Bu, do you understand the situation we are in? Our very lives hang by a thread! If we do not do something before we are completely surrounded, defeat is guaranteed! We must send word to Master Yuan Shu and ask him to honor our alliance by sending reinforcements. You will do no such thing, Chen Gong. I have no need of reinforcements. Das war's dann. This is the battle I have always dreamed of fighting. I will not let anyone ruin this perfect moment. This crisis? This is your perfect moment?
Master Lu Bu, your homeland is in danger. If we don't do something, you will have no place from which to show the world your military might. Why do you assume we will lose, Chen Gong? All we need to do is defeat the enemy. I will not lose to anyone. I took Shu Province as a means of proving that. I have had enough of your advice. I've had enough of meditation and alliances. Today, I will finally fight the way I have always wanted to. Master Lu Bu. Then I have no choice but to have faith that your might is indeed the greatest this land has ever seen. Tja, das kommt, wenn man auf den Taktiker nicht hört. Cao and Liu Bei has reached Sha Pi and is taking up position to surround this castle. Our supplies have been nearly exhausted, meaning it will be difficult to remain in the castle for much longer. We have drawn the enemy in far enough. We will go forth. I will break a hole clean through this so-called siege. They have such numbers, yet they still do not attack the castle. That's Cao Cao. I know he's up to something. Master Lu Bu, I believe that we must move with extreme caution here, or we will walk straight into an enemy trap. Why would I move with caution against a bunch of cowardly rats? I already told you, Chen Gong. I will fight the way I see fit. I will take orders from no one. I bring news! The floodgates in the area surrounding Sha Pi have been destroyed by enemy forces. Yup. With nowhere else to go, the water is flowing in this direction. Yup. No! So that's the reason they chose not to attack. They were planning to flood us out. Ah! How could I allow such a disaster to befall us? This is no time to be wallowing in self-pity, Qing Gong. If the castle is about to be flooded, we must evacuate the troops. But if they leave the castle, the enemy will be lying in wait. If they stay, they drown. There is no path left open. Stop worrying. If we break through the enemy lines, we can choose whatever path we like. But I fear that Cao Cao has some other dastardly plan in place to nullify your strength, my lord. Chen Gong, your only duty is to prepare a stage for me to fight on. With my might and your intellect, we can claim dominion over the land. Isn't that what you said? Master Lu Bu? The enemy is attacking in vast waves. If I can defeat them, I will prove that I am the greatest ever. At last, the battle I have always dreamed of is here. I will go forth. I will show the world what true might looks like. Okay. Gucken, how that turned out to be. Mach ich den Kampf noch? Jetzt kommt das Wasser, oder? Ja, jetzt kommt das Wasser. What is this? Water? From where? It's from the river. Water is coming from the sea. The Yinshu! They must have destroyed the dams! A water attack! What should we do? Should we leave the castle? Oh, if we leave here, they'll kill us! Get to higher ground! Hurry! Oh no! It's no good! The gate won't hold! Okay.
think mere water can stop me? The enemy water attack has resulted in numerous defections from our ranks. We must stop them from leaving at once. Habe ich eine Nebenmission? Ah ja. Ein paar Traitors umkloppen. Ja, die hau ich mal um. Stimmt, die laufen ja auch noch über teilweise. In der Mission nicht. Wir machen uns jetzt direkt auf den Weg, mit Truppen zu unterstützen. Und mich nicht mit dem. Deswegen ist das die letzte Schlacht, die er macht. Nee, nee, ich will. Ach, Leo Bay gehört auch dazu. Ist die Kurzmission. Gut, dann nehmen wir uns mal Leo Bay vor. Dann, dass ich hier aus der Castle rauskomme, also kommt man hier, also der, es ist abzusehen, dass diese Mission normalerweise nicht gewinnen. Also hier muss normalerweise Dings da verlieren. Bubu, ja. Das ist Feierabend. Der Macht von Lubu. Was war das denn? He is a man without any honor, and I will make sure that he is punished. WTF, was war das schon wieder? Sind die draußen oder drinnen? Our allies are currently engaged with the enemy forces. We must go to their aid. Ich fall wieder ans Wasser, ey. Das Guan Yu, das Liu Bei. Aua. Aua, ich will Liu Bei. Naja. Genau den Weg. Das will Liu Bei loswerden. Ah, schön, ich wieder unter 30 FPS hier. Oh, immer noch beide. Immer noch HP. Beide sind schon mal weg. Genau, Zahnfee. It appears I'm still unable to repay the debt that I owe. Can anybody provide me with a decent challenge? I know it. Nobody can stand against the might of best. Ich hoffe nur, dass im Empire-Scheme auch alle spielbaren Charaktere von hier drin sind und jeder seine eigene Waffe hat. Das wäre das Coolste überhaupt. Genau.
Nicht ins Wasser. Kann ich dir nicht angreifen. Der ist auch weg. Assist Allies, genau. Und dann Defeat Cao Cao Bodyguards. Und dann muss ich noch... Ah, okay, jetzt so direkt vor Cao Cao. Okay. Nobody can stop me. Ah, hier, was hier passiert, weiß ich jetzt. Hm? Ja. It doesn't matter how many of you there are. Insects will always be mere insects. Come, it's time for us to leave. Hier müsste doch Cao Dun drin sein, oder? Zau rennen drin, das muss die Zau rennen drin. The enemy is keeping us pinned down. This will make it hard for us to meet up with our allies. I will honor our and provide you with honor. Be sure to show your gratitude in an appropriate manner. Das sind auch drei Stück, okay. Capturing that base will weaken the enemy greatly. Der steht im Eingang. Ich hab durchgeritten. Nicht gesehen. Okay. Wo ist er denn? Da ist er schon. Let's go capture one of those inside the position. Follow me. Auch weg. All units march. We can seize their bases to gain the momentum. Everyone, charge the enemy swiftly and without mercy. Auch weg. Das Pferd. Pferd! Was ist, ey? Nobody can stop me. Father, you never cease to amaze me. So. Jetzt muss ich nur noch dahin. Passt. Der Weg ist auch schon angezeichnet. Ja, ist ja gut. Blödes Pferd. Ich hoffe, ich schalte das Pferd echt frei danach. Schuhwang. Ah, guck mal, Cao Dun. Aua. Cao Dun gefunden. Au. Au. Ah, hier sind schon die Bodyguards. Alle? Holy, moly, moly. Wie viele Namen kenne ich denn hier? Cao Dun? Cao Dun? Cao Yuan? Xu Shu? Xu Huang? Der ist schon mal weg. Der auch? Zwei weg. So. Standing against the mighty master.
das Spiel ein bisschen zum Ruckeln bringen, ne? Gucken wir mal. Boom! Weg. Der ist auch weg. Haben wir es jetzt? Hab ich's jetzt. Ja, so. Jetzt machen wir noch Lord Cao Cao hier drin, ne? Also ich komme gar nicht so weit raus. Also werde ich in der Burg werde ich quasi belagert und verliere dann. Wieder Mann schon. Das war nicht mal schon. Ah, nee, warte, das passiert doch. Ich glaube, ich werde hier rausgelockt und jetzt werde ich da in die Falle gelockt. Ich glaube, das war extra. Dass sie die Dings da einnehmen können. Oder? Erinnere ich mich an sowas. Das war eine Falle, meine ich. Die ihn rausgelockt haben. Kaputt? Ja. Jetzt? Aha. Lu Bu beat back the forces of Cao Cao, sent to attack Sha Pi. However, there was little time to celebrate his victory as an even larger army approached his position. Cao Cao was joined by Liu Bei's elite troops in an effort to attack him once more. Jetzt bin ich zweimal gekämpft. Lu Bu's army was driven back and forced to take up position within Sha Pi Castle. His enemies were some of the greatest heroes in the land. The castle was hit with a flood attack and on the verge of collapse. Even still, Lu Bu relished the challenge that stood before him. Damn that Cao Cao! He truly is a clever fox. Even if you searched the entire land, you likely couldn't find a formation like that. Master Lu Bu, we are in serious trouble. Serious trouble. Trouble? I thrive on trouble. There is no greater joy than crossing blades with strong and worthy opponents. We will fight at our best, and if we are defeated, fine. When we will die with honor. Isn't that right, Master Lu Bu? Don't be so stupid. I will never lose. I don't care how strong my opponent, how large his forces. I will break them. This is it. Okay, komisches Ende. Ich dachte, man zeigt noch, wie er
gefangen genommen, also wird immer so von Cao Cao gefangen genommen, genau wie Zhang Liao. Und die werden dann quasi ja, gefragt, ob sie sich ergeben wollen. Und Lu Bu sagt, nö, bla bla bla. Shen Gong wird so hingerichtet. Lu Bu wird hingerichtet und Zhang Liao geht dann zu Cao Cao. Ja. Jetzt will ich mal eben gucken. Ich nehme mal eben im Free-Mode ganz unauffällig Zhang. Ne, ich nehme mal Lu Bu. Nein, ich nehme Guan Yu. Nimm mal jemanden. Doch, Free Mode. Moment. Doch, ich nehme mal Guan Yu. Hier sieht man auch nochmal schön die Timelines. Also Wu geht auch nur bis Chapter 11, dann ist vorbei. Noch zwei Chapter für die beiden. Ich weiß gar nicht, wer das hier hinten noch ist. Ist das Other oder was? Wer ist denn so spät noch unterwegs? Naja. Hier seht ihr aber schon mal die Timelines, die fertig sind, ne? Die ich machen kann. Ich könnte sogar jetzt hier spielen, auf den Seiten von denen. Will ich jetzt aber gerade nicht. Wir machen mal da. Ja. Gucken mal da einfach rein. Mal gucken, ob ich das Pferd habe. Mehr will ich gar nicht. Ja, ja. Das brauchen wir jetzt nicht hören. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Das ist jetzt nicht wichtig. Es geht jetzt einfach nur darum zu gucken, habe ich das Pferd? Ja, ich weiß, wird dunkel. Ich höre auch gleich auf zu streamen. Ja, ich weiß, Pantong. Ja, und noch eine Diskussion. So. Hier muss irgendwo ein... Ich glaube, er hat noch nicht das Pferd, ne? Ne, genau, er hat noch hier den Shadowrunner. Und jetzt gucken wir mal, ob er den, das andere Pferd hat. Hier ist ein Shopkeeper. Irgendeine Stadt, bitte. Gehen wir mal in die ehemalige Hauptstadt. Oh, jetzt wird ja gerade keine angezeigt, oder was? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich will doch nur einfach eine Stadt haben mit... Geh mal dahin. Muss doch irgendwo ein Dings da geben. Ein Stable Master. Da seht ihr, wie groß der Balken da unten ist. Ein Traum, oder? Jetzt will ich gucken, ob ich das andere Pferd halt kriege. So. Shopkeeper. Blacksmith. Wo ist mein Stable Master? Ach, da hinten. Komm her. Genau, das Pferd kannst du erstmal nehmen. You need a horse? Au! Au! Ah, teuer! Kaufen! 100.000, so. Also ihr seht, das Speed geht hoch mit dem Level, ja. Die sind hier eigentlich alle gleich und der fängt mit 100 an, geht auf 147 oder... Ja, genau, und dann geht auf 147 und der fängt bei 100, ist schon 195, aber der hat halt, ne?
Level 67 und jetzt kann ich hier ihm das Pferd nehmen. Das ist das Pferd. Oh, das hat einen viel besseren Balken jetzt schon. Ein Träumchen. Seht ihr, wie lange ich damit schnell reiten kann? Ist das geil. Wie in den vielen Spielen, jetzt habe ich es freigeschaltet, jetzt brauche ich nicht mehr weiterspielen. So, wie lange ich hier durchhalten kann mit dem Pferd. Wunderschön. Kann das denn auch leveln? Ist ja eigentlich auch leveln, oder? Ja, seht ihr, da habt ihr schon halbe Level 2 schon fertig. Ich mache das mal noch auf Level 2. Warte mal, bis der grüne Balken sich aufbaut. Und dann sind wir auf Level 2. Dann bin ich sicher, dass das zumindest hochgelevelt ist. Dass man das hochleveln kann. Das sieht danach aus. Ja, da ist es Level 2. Nice. Schon was an Geschwindigkeit bekommen. Ja, schon 2 Speed mehr. 2 Speed pro Level. Boah. Wenn das so bleibt, wird das echt schnell, das Pferd. Und noch mehr Stamina ist immer super. Gut. Ich würde sagen, wir haben es für heute, meine Damen und Herren. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie ihr jetzt gesehen habt, waren das jetzt ein paar Stunden. Glaube, wir haben 5 jetzt gebraucht für Lubu. Da sieht man schon eine ganze Menge, wie viel in dem Spiel drin steckt. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Wir machen dann nächstes Mal mit Dienstag machen wir weiter. Dann gibt es Dragon Quest. Und was ich so zwischendurch spiele, suche ich mir mal noch. Gucke ich noch mal meine Game Pass Spiele durch. Und schaue auch noch mal auf Steam, ob ich doch nicht Age of Empires 2 Definitive, das habe ich auf Steam auch. Gucke ich mal, was ich da mache. Weiß ich noch nicht genau. Wollen wir mal schauen. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, bevor ich glaube, ich mache mal eben noch wieder die wunderbare Musik an, auch als Outro. Bis jetzt wurde die noch nicht geflaggt.